wie ihr einen Getreidekranz binden könnt, und zwar gestreut, diesmal nicht in Gruppen, zeige ich euch im Video. Ich nehme euch hier für meinen Kranz diesen Strohkranz als Unterlage. Der hat eine Breite von 30 cm und ist damit ideal für Haustüren oder eben auch für den Innenbereich jetzt, ob Küche, Flur, Wohnzimmer, wo auch immer. Hier ist nicht zu groß, aber eben auch nicht zu klein. Brauche für meinen Kranz 3 Haften. Eine Hafte ist nachher praktisch, dass man den Kranz aufhängen kann. Die befestige ich nachher hier hinten. Und eine Hafte, dass ich anfangen kann. So ein Kranz hat auch ein Vorne und ein Hinten. Hinten ist er platt. Ich nehme den grün lackierten Wickeldraht, mache mir hier so eine Schlaufe. Lege mir die auf meinen Kranz und stecke jetzt hier die Hafte rein. Gehe mit meinem Kranz, mit meinem Draht hier rüber. Ziehe das alles fest und gehe jetzt hier mit meiner Spule meinen Draht von innen so, dass ich jetzt hier richtig gut binden kann, und bereite mir jetzt alle meine Materialien vor. Ich habe hier die Fruchtstände von der Jungfer im Grün. Mach das jetzt hier ein Stückchen ab, das Vorschläger. Könnt ihr jetzt auch ganz und gar abmachen. Dann habt ihr eine andere, niedrigere Struktur. Das so zusammen, gehe ich hier mit meiner Hand rein und habe dieses jetzt hier so als Maß und schneide mir hier die Stiele ab. Gleiche mache ich mit Getreide. Getreide könnt ihr ganz viele, eigentlich alle Sorten an Getreide nehmen. Ihr solltet bloß aufpassen, dass das jetzt hier nicht so groß ist, dass das nicht so sperrig ist. Das geht nicht. Ihr könnt auch, wie gesagt, Weizen, Roggen, Hafer gut einbinden. Nehme hier wieder mein Maß und schneide mir die ab. Im Garten hatte ich Lavendel. Dann mache ich das genauso. Fasse mir die hier oben zusammen. Kann mir das hier hinlegen. Jetzt hier habe ich jetzt hier ganz viele Fruchtstände. Vom Huhn. Fasst die so zusammen. So. Kann jetzt hier rolle meine Spule zurück, dass das hier schön fest ist, nehme den Mittelfinger als Führung und kann jetzt hier meine Materialien anlegen, und zwar gleich hinter dem Fruchtstand.
Läufchen. Fasse das hier so an, ziehe meinen Draht in die Mitte und gehe jetzt immer ungefähr ja, 1,5 cm jetzt bei denen bis 2 cm mit meinem Draht ein Stückchen weiter. In der Mitte, da lege ich jetzt kleinere Sachen jetzt hier praktisch an, also nicht große Ehren und passe immer auf, dass ich mir jetzt praktisch mein Material in der nächsten Reihe eben dieses auch nicht verdecke, dass das dann gut zu sehen ist. Kann auch mal darüber dieses praktisch nichts drauflegen und mache es erst in der zweiten Reihe. Zieh rüber. Und lege jetzt hier die Stiele immer in die Kranzform praktisch rein. Hier zeige ich euch den Draht. Zieht ihr an, wenn ihr die Runde rum habt, und könnt ihn jetzt hier einfach rüber und liegen lassen und wieder weiter eure Materialien vorbereiten. Hier möchte ich euch mal zeigen, dass ich jetzt hier ganz große Ähren ganz einfach raussortiert habe und habe jetzt hier nur die ganz kleinen und mittleren so genommen. Hier habe ich jetzt dazwischen noch eine kleine Mohnblume gefunden. So sieht die aus, wenn die im Garten blüht. Das sind die Fruchtstände. Und hier waren Halme vorher abgeknickt. Und so sieht das Getreide dann aus, wenn es trocken ist. Also euer Kranz wird noch um ein wesentliches heller. Auch die anderen Fruchtstände werden sich noch von der Farbe verändern. Und ihr seht, es geht hier ganz einfach weiter. Gucke dann wirklich, dass ich die kleinen Sachen in die Mitte nehmen. Kann jetzt hier ganz einfach einmal aussetzen. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich jetzt hier, das ist jetzt ein gestreuter Kranz, würde man sagen, auch einen gruppierten Kranz oder andere Kränze insgesamt schon gezeigt. Ich verlinke euch die unter dem Video. Guckt da auch ganz einfach mal in die Videobeschreibung, um andere Ideen zu kriegen oder zu gucken, wo ich einen Kranz schon gebunden habe. Jetzt hier halte ich wirklich meinen Kranz hoch und schubbel den jetzt hier nicht so lang und wickel dann den Draht rum. Leg den wieder so ab. Hier seht ihr, habe ich jetzt hier einmal ausgesetzt und kann da eben auch Getreide ranlegen, was ein bisschen größer ist. Ziehe ich hier meine Stiele. Hier gehe ich einmal weiter. Desto weiter ich jetzt hier rankomme, und hier sind ja jetzt diese Grannen von dem anderen Getreide von dem Anfang, desto kürzer schneide ich natürlich jetzt hier meine Stiele. Ich das so zusammenfasse, dass das so noch gut unterpasst.
Echo bei allen Materialien. So dass ich jetzt hier dieses hier unterbinde. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit zeige ich euch jetzt, und zwar benutze ich keinen Türhaken, sondern ziehe eine Jute-Schleife rein. Und deshalb brauche ich jetzt hier den Kranz auch gar nicht weiter unterbinden. Ich zeige euch das mal hier. Hier ist jetzt der Draht, die Drahtführung. Hier ist der Anfang. Also ich würde jetzt hier noch zweimal normalerweise, wenn ich den Kranz schließen will, ganz und gar, und einen Türhaken verwenden möchte, binden. Wenn ich jetzt den Kranz anhängen möchte mit einer Hafte, dann komme ich jetzt hierbei, nehme die Klebepistole, mache jetzt hier unten Klebe ran und würde jetzt hier die Hafte reinstecken. Ich binde dieses jetzt zu, ziehe nochmal alles ganz fest. Das ist hier eben eine schöne Möglichkeit, auch wenn ihr das nicht ganz und gar schafft und euch das Ende immer nicht so richtig gelingt, eben eine andere Möglichkeit zu machen. Nehme jetzt hier, habe mir hier so eine Schlinge gebogen, nehme jetzt die Hafte, stecke die rein und kann jetzt hier ganz einfach den Kranz schließen. Kneife hier mein Draht ab, kann den rumbiegen. Für die Aufhängung nehme ich so ein Juteband. Es hat eine Breite von 5 cm. Und gucke jetzt, wie weit ich meinen Kranz runterhänge. Denn die Enden befestige ich in der Türfalz. Wenn ich die Kränze verkaufe, nehme ich immer 2 Meter, dass das dann an Schleifenband, dass das dann auch auf jeden Fall reicht. Ich nehme mein Schleifenband doppelt, drücke das jetzt hier alles. Gehe mit meiner Schleife, Schlinge jetzt hier unter. Hier auf, dass ich die Materialien von jeder Seite, und nehme jetzt hier die Enden von der Schleife und ziehe die jetzt hier durch die Schlinge. Kann ich jetzt so ganz einfach den Kranz aufhängen, kann jetzt hier oben noch eine Schleife rüber machen, und ihr seht jetzt hier praktisch, sind jetzt bei mir jetzt nicht so doll, ich denke mein Kranz ist richtig gut gebunden, aber Stellen, die euch vielleicht nicht so gefallen, und wo ihr, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, die Floristen verwenden. Und zwar nehmen sie da ganz einfach Floralkleber. Den könnt ihr jetzt für den Innen- und für den Außenbereich verwenden. Kommt jetzt bei. Und
schneidet es am Ende ab. Macht jetzt mit dem Kleber ganz kleines bisschen Klebstoff drauf und könnt euren Kranz einfach so kleben. Wie ihr das wollt, könnt ihr euch den auch hinstellen. Schneidet das Getreide hier ab. Ganz einfach und schön umkleben, so wie ich das haben möchte. Die von mir verwendeten Materialien findet ihr unten in der Videobeschreibung. Guckt insgesamt bei meinen Videos hier mal nach. Ich habe immer Sachen, die ich im Video verwende, unten verlinkt. Einmal über meinen eigenen Shop oder eben auch über Amazon. Müsst ihr mal schauen. Oder zeige euch ähnliche Videos. Euch diese Idee gefallen hat, gebt dem Video ein Däumchen hoch und ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen und kreativ werden mit Blumenmaterialien.